Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Reverendus Pater Hofer, Reverendus Monsignor Bartosch, sehr geehrte Damen, sehr geschätzte Herren, unsere Landsleute aus Südmähren. Nach einem Jahr am Vorabend meiner Himmelfahrt treffen wir uns wieder in dieser denkwürdigen Pfarrkirche St. Nikolai in Znaim. Erlauben Sie mir als meinem Gemeinderat und im Namen aller Znaimer Pfarrsprenger euch alle hier herzlichst zu begrüßen. Seit unserem letzten Treffen sind ja ein paar bemerkenswerte Ereignisse auf dem Felde der deutsch-tschechischen Versöhnung geschehen. Vor 2,5 Monaten hat der Vizeministerpräsident Tschechiens, Pavel Bělobrádek, den 68. Studentendeutschen Tag in Augsburg persönlich besucht und mit herzlichen Worten begrüßt. Und ebenfalls hier in der an der österreichisch-schwäbischen Küsteier gelegenen Stadt Znaim, im Zentrum des ehemaligen deutschen Südmeeres, haben wir etwas Kleines, aber sehr Wichtiges im November des vorigen Jahres gemeinsam getan. Zum Ende des Jahres der Barmherzigkeit im Rahmen der damit verbundenen Schließung der Heiligen Pforte in der Znaimer Dominikanerkirche wurde auf Initiative von Dechan Monsignor Bartosch ein symbolisches Versöhnungsgebet einbezogen. In einer Prozession in der übervollen Kirche haben Herr Hans-Günter Grech für die ehemaligen Deutsch-Südmeere und ich für die damaligen tschechoslowakischen Bürger um Entschuldigung für die Leiden und die Vertreibung während des Zweiten Weltkrieges, respektive nach dem Kriegsende gebeten. Und gleichzeitig haben wir das Unrecht, das allen Familien in diesen tragischen Jahren des 20. Jahrhunderts passiert war, vergeben, um keinen Zorn und keinen Hass im Herzen weitertragen zu müssen. Persönlich für mich, wie auch für viele andere Leute aus Znaim und Umgebung, die anwesend waren, ist jener feierliche Gottesdienst samt Tedeum tief beeindruckend und berührend gewesen. Liebe Südmeere, ich möchte mich bei euch wieder herzlichst bedanken, dass ihr hierher nach Znaim jedes Jahr zurückkommt. Ich wünsche Ihnen alle, euch alles Gute und Gottes Segen in diesem sowie nächsten Jahr. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ist aber in
Das war sozusagen der Aufstellungs-, Aufbewahrungs- und Verehrungsort der Bundeslade. Diejenigen von Ihnen, die in der Geschichte bewandert sind, werden wissen, dass der Ort Jerusalem bis in die heutige Zeit sehr viele Veränderungen erfahren hat. Man könnte es auch richtigerweise sagen, zerstört wurde. Deshalb ist von diesem Tempel nicht mehr viel erhalten. Aber wissen wir nicht, liebe Schwestern und Brüder, wie das so ist? Durch Kriegszerstörungen, durch Einwirkungen, die vielleicht außerhalb von uns Menschen liegen, wenn Kirchen nicht mehr benötigt werden, sei es im 20. und 21. Jahrhundert, unseren Nachbarländern oder sei es vor vielen hundert Jahren, weil der Glaube gewechselt wurde. Aber trotzdem sehen Sie nicht nur über den Orgelempor diesen manchmal sogar als tanzenden Mann dargestellten König David, eine Harfe in der Hand oder ein Vorläuferinstrument der damaligen Zeit. Er dürfte auch fröhlich gewesen sein und diese Bewegungen des Tanzes, die gehörten offensichtlich dazu, wenn man die Bundeslade nicht nur transportiert, sondern verehrt hat. Und die Bundeslade war dem Volk Israel sehr wichtig. Und sie wurde aufgestellt. Sie hat einen Platz bekommen. Opfer wurden dargebracht. Und wie könnten wir es heute sagen? Unsere Bundeslade ist vielleicht im Herzen zu finden, in den Kirchen aufgestellt, im Tabernakel oder wo immer wir an unseren Herrgott denken. Die Bundeslade beinhaltete die Gesetzestafel. Das war sehr wichtig, nicht nur die 10 Gebote. Für den gläubigen Juden gibt es bis heute ja viel mehr Gebote. Und wenn er den Sabbat heiligen kann, dann ist der Glaube manchmal sogar besser unterwegs als wir Katholiken, die den Sonntag nicht immer so heiligen. Sich nicht immer etwas Freiheit gönnen von dem, was den Trubel und die Termine des Alltags ausmachen. Jedenfalls war für die Israeliten, man könnte fast sagen für die Juden, diese Bundeslade sehr wichtig. Das Volk ist früher viel umhergezogen. Man könnte sagen, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert und versucht nun, eine Bleibe zu haben dort, wo Palästina, der heutige Staat Israel und die Stadt Jerusalem, viel Menschen unterschiedlichster Auffassung zusammenfasst. Juden, Moslems, Christen, ihnen allen ist diese Stadt Jerusalem heilig. Und Sie wissen, dass der gläubige Jude auch immer eine Wallfahrt machen sollte. Nach Jerusalem, zur Klagemauer. Wie es vielleicht bei uns Christen üblich ist, zumindest einmal im Leben, den Kreuzweg, die Via Dolorosa, so manche Kirchen, die an das Leben Jesu erinnern, zu besuchen. Eine Wallfahrt zu machen, so wie das früher üblich war, das hat man allerdings als Buße aufgetragen bekommen in der Beichte. Und die Wallfahrtsorte, liebe Schwestern und Brüder, führen uns auch immer wieder zusammen. Auch in unserer engeren Heimat, hier in Tschechien.
Es gibt wahrlich sehr schön gelegene Kirchen, offene Kirchen bis am Abend, wo man beten kann, wo man den Glauben der Vorfahren auffrischen kann und wo es durchaus möglich ist, dass auch wir mit unseren Sorgen, aber mit unserer Dankbarkeit und vielleicht mit unserer Fröhlichkeit Halt machen, innehalten können, erhört werden. Maria ist diejenige, die Fürsprache hält. Sie haben es im Tagesgebet schon gehört. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe es drüben auf der Heide im Popitz schon angedeutet. Jesus hat wieder einmal viel Volk um sich und er hört die Stimme einer Frau aus der Menge. Und sie ruft, dass die Frau selig zu preisen ist, die ihn geboren hat, deren Brust ihn nährte. Und Jesus antwortet nicht mit Nein, aber er zieht, ich sagte es schon, den Kreis derer viel größer. Es sollen alle selig genannt werden. Und Sie wissen, unsere heutige Zeit hat mit dem Wort selig so ein kleines Problem. Das heißt weder heilig noch gesund noch hervorgehoben. Selig ist eigentlich etwas, was den Menschen zufrieden macht und ihn in seiner Sinnhaftigkeit ein wenig dieses irdische Leben erkennen lässt. Es sollte ja laut Jesu Aussage, wenn er vom neuen Leben, vom neuen Weg gesprochen hat, das hat man nach ihm zu den Christen so gesagt, das sind die Anhänger der neuen Lehre und des neuen Weges. Man sollte durch sein irdisches Dasein das ewige Leben schon vorwegnehmen. Und Sie wissen, dass manche Philosophen oder auch Religionskritiker gemeint haben, den Christen sollte man mehr ansehen, dass sie in ihrem Glauben fröhliche Menschen sind. Die schauen vielleicht immer so ernst oder man erkennt sie nicht gleich. Ja, und zurück zu den Worten unseres Herrn Jesus. Es sind alle selig zu preisen, zu nennen, die das Wort Gottes hören. Danach leben, es befolgen. Und ich wünsche uns allen, dass uns das immer mehr gelingt. Ich habe am Samstag bei einer Hochzeit einen dieser Gäste getroffen, der gemeint hat, ja, sie haben da gesprochen, wo sie in den Ferien gewesen sind. Sie dürfen es auch wissen, in Deutschland, nicht nur bei einer Tagung der Gesellschaft der Orgelfreunde mitten in Deutschland, in Kassel, sondern auch nachher an den Städten, wo Martin Luther gewirkt hat, gelebt hat. Und der hat sicherlich sehr oft gemeint, die Bibel, die ist meins. Die Worte, die da drinnen stehen, die versuche ich auszulegen, Volk begreiflich zu machen. Daher kommen auch seine Bibelübersetzungen und die waren wirklich eine Leistung für seine Zeit vor 500 Jahren. Wir dürfen, liebe Schwestern und Brüder, die Bibel in der Muttersprache seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht nur lesen, wir dürfen sie auch gelegentlich studieren, selbst Gespräche darüber führen oder Bibelrunden besuchen und sie auch zur Richtschnur unseres Glaubenslebens machen. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Es möge uns dieser, unser irdischer Glaubensweg leicht gemacht werden, auch und besonders auf die Fürsprache Gottes Mutter,
die Hochzeit zu Kana, was er euch sagt.